Wie macht man aus 100 Euro 200 Euro? Ganz einfach, ich zeige es Ihnen zu Hause, wie das geht. So einfach geht das, ja? Wenn man eine Zaubergeldbörse hat, so wie sie ich leider nicht habe. Aber wenn man normal sein Geld investieren will und vermehren will, dann muss man zu einem Experten gehen, der es einem anlegt. Und ich bin jetzt bei so einem Experten und ich frage ihn jetzt, ich hätte 100 Euro, natürlich kein reelles Geld, sondern ein, sozusagen ein rein, wie sagt man, virtuelles Geld. Und das gebe ich Ihnen jetzt zum Anlegen. Machen Sie was draus. Wie können Sie es vermehren? Virtuelles Geld, das ist gut, weil reell anlegen könnten wir ohnehin gar nichts. Ja? Es sind dann halt einige Gebühren auch fällig, eine Bareinzahlungsgebühr von 20%, eine Mindermengengebühr von 15%, eine Meindl-Namensnutzungsgebühr von 35%, eine Mohren-An-PC-Gebühr von 40%, eine Ausfallshaftungsversicherungsverzichtsgebühr von weiteren 35%, eine... Also... Ich habe jetzt ungefähr mitgezählt und komme fast schon 150% Gebühren und Abgaben. Das heißt, ich habe Ihnen 100 gegeben und theoretisch hätte ich jetzt noch 150 fast draufzahlen müssen. Ja, da müssen Sie jetzt Kapital nachschießen, klarerweise, nicht? Ja, da darf ich eine Frage nachschießen. Ich habe ja jetzt kein Geld mehr. Wie mache ich das jetzt, damit Sie weiter für mich überhaupt arbeiten? Wie geht das? Da kommt jetzt die Meindl-Bank ins Spiel, nicht? Da werden wir Ihnen einen Überbrückungskredit anbieten, der hat 35% PM pro Monat. Ja? Das zahlen Sie dann einfach und dann... Moment, langsam. Also ich habe Ihnen 100 Euro virtuelles Geld gegeben. Sie tun es für mich anlegen. Ich zahle aber ungefähr fast 150 Euro Gebühren. Dann nehme ich einen Kredit bei Ihnen. Das heißt, insgesamt schulde ich Ihnen jetzt schon viel, viel mehr. Also ich kenne mich nicht mehr aus. Da muss ich, bevor ich das... wirklich mach mit Ihnen noch einen anderen Experten fragen. Ist das okay? Ja. So, jetzt möchte ich Sie fragen, weil Sie kennen sich bei sowas immer sehr gut aus. Also wie macht man das? Ich habe jetzt die 100 Euro beim Herrn Meindl gefragt, wie er das anlegen kann. Wie macht man das jetzt? Wie geht das? Soll ich das machen? Ich erkläre es Ihnen anhand eines Beispiels aus der Finanzwelt. Angenommen, ich brauche 15 Millionen Eier für ein großes Projekt. Ich hole mir das Geld von drei Investoren. 5 Millionen vom einen, 5 vom zweiten, 5 Millionen vom dritten. Er gibt noch Adam Riese 15 Millionen. Dann komme ich drauf, ich brauche nicht 15 Mille, sondern nur 10 Mille. Dann sagen Sie, da bleiben ja 5 Millionen gewissermaßen zur Verteilung über. Die kann man durch drei teilen, macht 1,6 periodisch, das gebe ich zurück. Ne? Ja, in Ihrer kleinen Welt ist das vielleicht so, aber in der Hochfinanzwelt ist eine ungerade Zahl eine teuflische Zahl, weg mit Ihrer Rechnung. Nein, ich mache es nach der KAG-Methode. Folgendes, 5 Millionen zu verteilen, ich habe mit den Investoren gesprochen, jeder ist einverstanden, nur 1 Million zurückzubekommen. 2 Millionen, sagen Sie dann, sind ja noch über. Und diese 2 Millionen, die kommen natürlich in einen Sozialfonds. In Grasserfonds zum Beispiel direkt hinein. Ich habe gedacht, das wäre eine Legende, der Grasserfonds. No, es gibt jetzt sogar schon wieder einen neuen Grasser International Economy Research, GIER. Da können Sie investieren. Moment. Jetzt schauen wir, ob ich es verstanden habe. 15 Millionen brauchen Sie. Ja. Sie kriegen von 3 Investoren jeweils 5 Millionen. Ja? Dann geben Sie jedem 1 Million zurück. Ja. Das heißt, Sie haben von jedem 4 Millionen gekriegt. Macht zusammen 12 Millionen. Ja. Dann sind noch 2 im Grasserfonds. Macht zusammen 14 Millionen, wo ist jetzt die letzte Million geblieben? Die ist verschwunden, ne? Schwuppdiwupp. Wahnsinn, Sie sind ein Genie. Jo. Unglaublich.